Hier ist dein Pastor Daniel, heute mit dem Thema das jüngste Gericht. Bleib dabei und entdecke die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Er war nur 1,63 Meter groß. Er war in den schlimmen Tagen der Depression und auch des Zweiten Weltkriegs in New York City als Bürgermeister aktiv. Sein Name war La Gurdia. La Gurdia wurde von den Menschen geliebt, denn er war eine ganz besondere Persönlichkeit. LaGuardia hatte Barmherzigkeit, Mitgefühl und für ihn waren vor allem die Waisen ganz wichtig. Er hat manchmal Waisenkinder mitgenommen zur öffentlichen Sportveranstaltung, manchmal ein ganzes Waisenheim. LaGuardia war unterwegs mit der Feuerwehr, hat Brände gelöscht und sich für die Armen eingesetzt. Da war das Jahr 1935 im Januar, es war eine kalte Nacht. Da ging LaGuardia in einer der ärmsten Regionen in New York er betrat einen großen Raum und an diesem Abend sollte La als Richter agieren. Er ging nach vorne und dort stand vor ihm eine alte, zerlumpte Frau. Die wurde verurteilt oder sollte verurteilt werden, weil, naja, sie hatte Brot gestohlen. Da stand diese zerlumpte Frau vor ihm und die sagte Folgendes aus. Meine Tochter hatte einen Ehemann. Der Ehemann hat sie einfach verlassen, so meine, war meine Tochter alleine mit ihren Kindern. Meine Tochter wurde schrecklich krank, konnte sich jetzt für ihre, um ihre Kinder nicht mehr kümmern. Und die kleinen, die ärmsten, ja, meine Enkelkinder, die waren am Verhungern. Und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich habe meine Enkelkinder angeschaut mit ihren großen Augen und sie haben gesagt, Oma, Oma, wir möchten gerne was zu essen haben. Und dann bin ich, sagte diese zerlumpte Frau, ich bin dann in einen Laden hinein und habe ein Leibbrot gestohlen. La schaute sie direkt in die Augen. Und er hatte Mitleid mit dir. Daneben stand der stolze Ladenbesitzer, der sagte, wir müssen diese Frau verurteilen. Die hat etwas getan, was falsch war. Und außerdem, ich bin in einer armen Region als Ladenbesitzer und wir müssen dieses Urteil hier heute Abend fällen, damit andere Menschen abgeschreckt werden, nicht das Gleiche zu tun. La musste jetzt eingreifen. Er las den Richterspruch vor und er sagte, ich muss dich als Richter verurteilen. Entweder erhältst du zehn Tage Gefängnis oder zehn Dollar Strafe. Während LaGurie diesen Richterspruch vorlas, nahm er zehn Dollar aus seiner Tasche und sagte: Ich werde die zehn Dollar für dich bezahlen. Ich werde dich freikaufen. Ich werde deine Schuld auf mich nehmen. Und da sagte LaGurie noch Folgendes: Er sagte, wir alle hier sind mitschuldig daran, dass diese Frau ihre. Kinder oder ihre Enkelkinder versorgen musste, indem sie am Stehlen war. Das Stehlen ist nicht richtig, aber es kann nicht sein, dass wir hier in New York City in einer Stadt leben, wobei, wobei wir zusehen müssen, dass so arme kleine Kinder am Verhungern sind. Und ich verurteile jeden, der hier anwesend ist in dem Gericht, zu einer Strafe von 50 Cent. Die Leute schluckten. Aber sie haben dann breitwillig gegeben. Und dann ist dann jemand herumgegangen und hat von jedem, von jeder Person, die im Gericht anwesend war, 50 Cent eingesagt. Selbst der Ladenbesitzer hat seine 50 Cent gegeben. Am Ende kamen 47,50 Dollar zusammen. La Gerdia wurde an diesem Armen mit Tosenden, erstehenden Beifall verabschiedet. Er hatte sich für diese arme Frau eingesetzt. Wie glücklich konnte doch diese arme Frau sein, dass sie so einen liebevollen und barmherzigen Richter hatte. Solltest du jemals vor Gericht angeklagt werden, willst du nicht auch gerne so einen Richter haben? Ja, ich schon. Neben den Gerichten auf dieser Erde gibt es aber auch noch ganz ein ganz anderes Gericht. Und dieses Gericht ist das himmlische Gericht. Nun habe ich heute schlechte Neuigkeiten. Jeder von uns ist angeklagt. Es gibt noch schlechtere Infos. Wir sind alle schuldig. Und die schlimmste Nachricht ist, ja, ich selber bin euch auch angeklagt und auch für schuldig erachtet. Wann findet das Gericht Gottes statt? Wo findet das Gericht Gottes statt? Wie wird das genau ablaufen? Und wie kannst du und wie kann ich sicher sein, dass wir durch das Gericht Gottes kommen? Wie ist das möglich? Heute Abend möchte ich dich einladen, dass du mit mir kommst auf eine Reise 3500 Jahre zurück. Wir möchten gerne herausfinden, was es mit dem Gericht im Alten Testament und im Neuen Testament auf sich hat. Wir wollen gerne verstehen, wie das himmlische Gericht funktioniert. Wann, wo und wie. Fangen wir an mit der Reise. Die Israeliten wurden gefangen genommen. Da waren sie in Ägyptenland und Gott befreite sie machtvoll. Durch seinen Diener Mose. Er schickte die zehn Plagen, eröffnete das Wasser, ein riesiges Volk von ungefähr zwei Millionen Menschen ist durch das rote Meer trockenen Fußes gelaufen. So wanderte das Volk Israel durch die Wüste bis zum Berg Sinai. Da erschien Gott Mose und sagte ihm: 2. Mose 25, Vers 8 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Was wollte Gott? Was war sein Plan? Gott selber wollte unter den Israeliten wohnen. Er wollte ihr Nachbar sein. Deswegen sollten sie ein Heiligtum bauen. Gott zeigte Mose das Original des Heiligtums, das himmlische Heiligtum. Und dieses Original sollte Mose nachbauen auf der Erde. Also ein irdisches Heiligtum, eine Stiftshütte errichten. Hier sehen wir das Heiligtum vom Volk Israel. Dieses Heiligtum hatte einen Außenhof. Wenn ein Israelit gesündigt hatte, kam er zur Stiftshütte mit dem Lamm und brachte sein Opfertier auf den Brandopferaltar. Nach der Schlachtung des Tieres wurde das Blut dann auf das Heiligtum übertragen. Das Heiligtum hatte zwei Räume. Der erste Raum, das war das Heilige und der zweite Raum, das war das Allerheilige. Die Juden haben damals ihre Tiere außerhalb der Stiftshütte geopfert. Schließlich wurden dann die, das Blut es wurde übertragen dann auf das Heiligtum. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir später nochmal. Im Allerheiligsten, das war der Ort, wo Gottes Gegenwart leibhaftig war. Denn da war die Bundeslade und die Bundeslade, wir kennen das, da auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren diese Engel, die so in gebeugter Haltung standen und in der Mitte, da war die Gegenwart Gottes. In der Bundeslade war unter anderem, da war der Charakter Gottes zu finden, das waren die zehn Gebote. Angenommen, da waren jetzt zwei Männer in Israel, die einen Streit hatten. Sie waren am Reden, am diskutieren, und jetzt kommt es zu einem Kampf. Die Männer fangen laut an zu schreien, und der eine boxt den anderen ins Gesicht. Jetzt war es notwendig, ein Opfertier zu bringen. Der eine, und wahrscheinlich auch der andere Mann, sie hatten sich versündigt. Sie haben sich gegenseitig verbal sind sie einander angegangen. Der eine hat den anderen geschlagen, vielleicht hatte der jetzt einen großen blauen Fleck im Gesicht. Und derjenige, der geschlagen hatte, der fühlte sich vielleicht besonders schuldig. Und er sagt, ich möchte gerne wieder mit meinem Nachbarn, mit meinem Freund ins Reine kommen. Das war nicht gut, wie ich da mit ihm umgegangen bin. Aber dieser Israelit wollte auch gerne wieder mit Gott ins Reine kommen. Was hätte er tun müssen, um wieder Frieden zu finden? Er hätte ein Tier bringen müssen. Denn jemand muss ja für diese Sünde sterben, damit es nicht der Israelit ist. War es dann ein Tier? Sünde bringt den Tod. Und durch die Sünde waren die Menschen untereinander getrennt, aber auch von Gott getrennt. Jetzt ging dieser Israelit mit seinem Tier, ein unschuldiges Lamm zum Beispiel, zu dem Heiligtum, da war der Brandopferaltar. Er legte seine Hand auf dieses unschuldige Lamm, bekannte seine, Na seine Sünden mit Namen, und dann schnitt er die Kehle des Tieres durch. Das Blut tropfte herunter, vielleicht lief es dann über sein Bein auf die Erde. Der Boden wurde rot von dem Blut. Und in diesem Moment, wo das Tier für ihn gestorben war, da waren die Sünden weggenommen von dem Israeliten. Dieses Tier war natürlich ein Symbol für wen für Jesus Christus. Und in diesem Moment, wo er der Israelit das Tier am Töten war, dachte er an Jesus Christus, der einmal kommen würde, der am Kreuz auch für seine Sünden sterben würde. So ist das Tier stellvertretend für die Sünden des Mannes gestorben. Es hatte den Preis der Sünde getragen. Die Bibel sagt, dass jedes Lamm, jedes Opfertier auf wen zeigt, auf Jesus Christus. Jesus trug auch deine Schuld. Du musst nicht mehr die Last der Sünde tragen. Du kannst frei sein von dieser Scham, von diesem Schmutz, von diesem Bösen, was dich immer runterzieht. Du hast im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, naja, ich habe da Sünde und Schuld in meinem Leben, ich trage die selber dann wirst du eines Tages dafür auch die Strafe tragen müssen, das heißt der ewige Tod. Oder du sagst, ich möchte gerne meine Fehler, meine Sünden zu Jesus Christus bringen und er ist dafür gestorben. Denken wir nochmal zurück an den Mann, der zum Heiligtum kam. Dieser Mann hatte dieses Lamm auf seinen Händen getragen, dieses Lamm starb dann stellvertretend für ihn, hatte seine Sünden auf sich genommen. Und als er dann ging von dem Heiligtum, war er frohen Mutes. Da war Hoffnung und Freude in seinem Leben. Vorher hat er vielleicht immer wieder diese anklagenden Stimmen gehört. Du bist schuldig, du hast gesündigt, du hast den Tod verdient. Aber danach, als er von dem Heiligtum ging, war er voller Freude. Er wusste, jetzt bin ich frei. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Frieden mit Gott gefunden. Trägst du heute Schuld in deinem Leben? Irgendetwas, was dich kaputt macht, was dich zerstört? Ja, natürlich kannst du versuchen mit der schuld irgendwie klar zu werden einige menschen versuchen ihre schuld wegzutrinken andere menschen versuchen jegliche arten von drogen zu nehmen um sich zu betäuben wieder andere menschen gehen in die medien hinein oder haben dieses eine hobby oder meinen wenn sie das erst und jenes erreichen dann ist die schuld endlich weg aber die schuld die können wir nicht einfach weglöschen die ist da und die verfolgt uns für den moment können wir sie vielleicht vergessen aber sie ist wie ein ein Krebsgeschwür, der sich immer mehr ausbreitet. Und im Endeffekt führt uns diese Schuld, diese Sünde in den ewigen Tod. Jesus sagt heute, komm zu mir in meine Arme. Ich möchte gerne diese Schuld von dir nehmen. Ich möchte dich gerne frei machen und dir echten, nachhaltigen Frieden geben. Im Heiligtum gab es zwei Dienste. Da war auf der einen Seite der tägliche Dienst und der jährliche Dienst. Der tägliche Dienst, das war der Akt, wo die Menschen jeden Tag mit ihren Tieren... Zum Heiligtum gekommen sind, um Vergebung zu erlangen. Und dann haben wir einmal im Jahr einen jährlichen Dienst gehabt, da ist etwas Besonderes im Heiligtum passiert. Die Trompeten wurden zehn Tage von diesem großen jährlichen Dienst, das war der große Versöhnungstag oder auch Yom Kippur genannt, die Posaunen wurden geblasen. Und dieser Tag wird in 3. Mose, Kapitel 16 beschrieben. 3. Mose, Kapitel 16. Alle Israeliten haben an diesem Tag mit ihrer Arbeit pausiert, ihre alltäglichen Beschäftigungen haben sie hinten angestellt, damit aufgehört und sich innerlich Gott genähert. Was ist an diesem Tag passiert? Am Versöhnungstag ging der Hohepriester in den zweiten Bereich des Heiligtums, in das Allerheilige, im Allerheiligsten. Da war die Bundsäle mit dem Gesetz Gottes und da ist der Israel, dieser hohe Priester stellvertretend für das ganze Volk in die Gegenwart Gottes gekommen. Und er hat Versöhnung erwirkt für das Volk der Juden. Wichtig war jetzt, alle Israeliten mussten vorher sich vorher auf diesen Tag vorbereiten. Denn dieser große Versöhnungstag, oder Yom Kippur auch genannt, das war ein Tag des Gerichts. An diesem Tag war das ganze Volk versammelt. Jeder Israelit, der nicht an einem Versöhnungstag teilnahm, nicht seine Sünden bekannte und nicht um Vergebung gebeten hatte, wurde von Gott verurteilt und aus dem Camp Israel gestoßen. Der große Versöhnungstag war aber auch gleichzeitig ein Tag der Wiedergutmachung, der Reinigung. Die Sünden wurden aus der Stiftshütte einfach entfernt. Das Heiligtum der Israeliten wurde gereinigt. Jetzt waren die Menschen wieder in Frieden mit Gott. Dieser große Versöhnungstag war die letzte Möglichkeit, vor Ende des jüdischen Jahres wieder mit Gott im in, in Frieden zu leben. Somit hat Gott vor dem großen Versöhnungstag am Ende des jüdischen Jahres die Israeliten aufgerufen, kommt zu mir, bekennt eure Sünden und schaut, dass ihr auch wieder Frieden untereinander habt. Der Versöhnungstag war der feierlichste, der größte Tag des ganzen Jahres. Ein Tag des Gerichts. Einmal im Jahr. Jeden Tag haben die Israeliten ihre Opfertiere gebracht. Ein Symbol für den kommenden Messias, der für die Sünden der Welt sterben wird. Einmal im Jahr. Haben wir die Reinigung des himmlischen Heiligtums? Da wurde dieser Müllberg der ganzen Sünden entfernt aus dem Heiligtum und das ganze Volk war in Frieden mit Gott. Es war ein Tag des Gerichts und jeder, der seine Sünden nicht bekannt hatte, wurde aus dem Volk ausgestoßen. Viele Jahre nach der Wüstenwanderung hat Gott Salomo beauftragt, wieder einen Tempel, so ein Heiligtum, eine Stiftshütte zu bauen. Dieser Tempel war prächtig, voller Schönheit und Glanz. Der Tempel Salomos hatte den gleichen Aufbau und die gleiche Funktion wie die Stiftshöhle der Israeliten. Auch hier gab es einen Außenbereich, da wurden Tiere geopfert und wieder den Bereich des Heiligen und des Allerheiligen. Der Tempel von Salomo wurde zerstört durch den König Nebuchadnezzar. Der war nochmal König von welchem Reich, Weltreich? Richtig genau von Babylon. Und in den nächsten Jahrhunderten, da kamen die Juden, das Volk Gottes, in Gefangenschaft. Als sie wieder zurückkamen, haben sie versucht, den Tempel wieder aufzubauen, aber erst in den Tagen Herodes dem Großen wurde der Tempel wieder komplett errichtet. Insgesamt hat das 46 Jahre gedauert, bis der herrliche Bau endlich vollendet war. Wieder wurden Opfer gebracht auf dem Brandopferaltar, wieder hatten wir zwei Bereiche, das Heilige und das Allerheilige. Und wieder haben wir eine Vorausschau auf das, was eines Tages mal passieren wird, das große himmlische Gericht im Himmel. Nachdem die Nation Israel und jüdischen Führer Israels als Jesus als Messias abgelehnt hatten, hatte Gott es zugelassen, dass die Römer kamen, statt umringen. Das war ungefähr 70 nach Christus, und da wurde dann schlussendlich der Tempel zerstört. Heute gibt es viele Menschen, die sagen: Ah, kann es nicht sein, dass der Tempel in Jerusalem eine wichtige Rolle spielt für die Endzeit? Ist es möglich, dass wir alle? Und unseren Augen auf diesen Tempel schauen müssen, weil wenn dieser wieder errichtet wird, dann passiert ein großes Ereignis. Kann es sein, dass das Volk der Juden im Ende eine wichtige, zentrale Rolle nochmal spielen wird? Welchen, welcher Tempel ist heute wirklich wichtig? Wir wollen das heute gemeinsam studieren. Ist es der Tempel in Israel oder ist es ein ganz anderer Tempel, den wir im Himmel finden? Was sagt Jesus hier in Matthäus 23, die Verse 37 und 38, über diesen Tempel der Juden, Jerusalem, Jerusalem, der du die Propheten tötest und steinigst, die du zu dir gesandt hast, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe euer was? Euer Haus wird verwüstet gelassen werden. Ein anderes Wort für Haus hier ist Tempel oder Heiligtum oder Stiftshütte. Gott sagt hier, beziehungs beziehungsweise Jesus, ihr habt mich verworfen, ihr habt nicht gewollt, so wurde euer Haus, euer Tempel verwüstet. Als Jesus am Kreuz starb, wurde der Vorhang in diesem Tempel in zwei Teile zerrissen. Das lesen wir klar in der Bibel. Der Vorhang trennte das Heilige und das Allerheilige. Nachdem Jesus starb, mussten nie wieder Tiere geopfert werden. Wie machen wir das heute, wenn wir in Sünde fallen? Wir brauchen keine Tiere mehr auszusuchen und sie zu einem Altar zu bringen und sie dort zu schlachten. Nein, wir kommen direkt zu Jesus Christus, von seiner Erlöser. Er hat am Kreuz unsere Sünden getragen und da können, da können wir frei werden von Schuld, Sünde und von dem Schmutz, der uns anhaftet. Aber Jesus Christus ist nicht nur gestorben, sondern er lebt auch. Er tritt für uns ein, er ist heute unser hoher Priester. Wir haben oft heute in den christlichen großen Kirchen immer wieder diese Botschaft, Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist tot, aber Jesus lebt. Das ist noch viel, viel mehr. Der Plan Gottes geht weiter. Er lebt. Was macht er heute? Wie lebt Jesus für uns? Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Die Hauptsache ist was? Wir haben einen Hohpriester. Wo ist dieser Hohpriester? Im Himmel. Was macht er da? Er ist ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Fassen wir zusammen. Ganz wichtig hier. Wir haben einen Hohpriester. Wer ist das? Jesus Christus. Wo dient er für uns? Wo setzt er sich für uns ein? In der wahren Stiftshütte, im echten Tempel. Wo ist dieses Heiligtum auf der Erde? Nein, der das Heiligtum auf der Erde ist zerstört. Es ist wo? Im Himmel. Das hat kein Mensch errichtet, sondern Gott selber. Aber Moment mal, fragst du dich jetzt vielleicht, wenn Jesus für uns gestorben ist, wenn Jesus jetzt im Himmel ist, in dem himmlischen Heiligtum. Ja, was macht er da im Himmel? Was ist überhaupt seine Aufgabe? Vielleicht kann uns die Reihenfolge oder die, das Heiligtum im Alten Testament eine Antwort geben, als der priester damals dabei war bei der opferung bei dem täglichen dienst da ist er dann mit dem blut nach der opferung also bei dem täglichen dienst der wenn ein israelit gesündigt hatte mit seinem tier gekommen war dann hat er dieses blut genommen und hat es dann übertragen an den ähm, brandopferaltar und hat es auch noch äh, an den vorhang ähm, gespritzt und somit wurde durch das Blut die Sünde symbolisch übertragen auf das Heiligtum damals hier auf der Erde. Dieser Hochpriester, der dann einmal im Jahr im jährlichen Dienst in das Allerheiligste ging, der stand symbolisch und stellvertretend für Jesus Christus, der auch eines Tages in das Allerheiligste gehen wird. Aber was hat es damit auf sich? Wo steht denn der Versöhnungstag? Warum dieser große Gerichtstag? Kann es sein, dass der Versöhnungstag symbolisch für das letzte Gericht Gottes kurz vor der Wiederkunft Jesus steht? Ist es möglich, dass wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben und dass sich wie damals der tägliche Dienst, heute kommen wir täglich zu Jesus, auch der jährliche Dienst wiederholt, dass es so einen großen Gerichtstag geben wird, das jüngste Gericht vor der Wiederkunft Jesu und dass dann Jesus entscheidet, wer in den Himmel kommt und wer nicht? Da fliegen drei Engel durch den Himmel. Sie verkündigen eine große, eine zentrale Botschaft für unsere Welt. In Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 und 7 lesen wir. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das ist eine Botschaft, die die ganze Welt hören wird. Eine wichtige Botschaft, denn sie fordert den Menschen dazu auf, was zu tun, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines was ist gekommen, seines Gerichts ist gekommen. Wozu werden die Menschen aufgefordert? Jesus Christus zu fürchten, beziehungsweise Gott zu fürchten. Was kann das bedeuten, sich für ihn zu entscheiden, mit ihm zu leben, seinen Willen zu tun, ihm die Ehre zu geben? Da geht es darum, dass wir seine Gebote halten. Warum? Weil die Stunde des Gerichts gekommen ist. Ist es möglich, dass die Stunde des Gerichts schon mitten unter uns ist? Achtung, jetzt ganz wichtig, hier geht es nicht um den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Wir wollen hier kein Datum setzen und sagen, Jesus kommt an diesem oder jenem Tag wieder, denn dieses Datum wissen wir nicht. Aber hier geht es um den Zeitpunkt des Gerichts. Wann startet das Gericht? Wie läuft das Gericht ab? Und wo findet das Gericht statt? Hier werden die Menschen aufgefordert in Vers. 7 in Offenbarung 14. Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Gott ruft die ganze Welt auf, sich auf seinen Kommen vorzubereiten. Wir haben diese Prophetie, diese Botschaft aus Offenbarung 14 entnommen, so wie wir auch im Neuen Testament ein wichtiges prophetisches Buch haben. Für die letzten Tage haben wir das auch im Alten Testament. Da haben wir den Propheten Daniel und er schaut in den Himmel und sieht diese Gerichtsszene. Er sieht live das letzte Gericht. Und hier beschreibt er es in Daniel Kapitel 7, die Verse 9 und 10. Das ist das jüngste Gericht. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron war ein Feuerflammen und dessen Rede ein brennendes Feuer. Wer ist der Hochbetagte? Gott der Vater. Also Gott der Vater setzt sich hier. Und was passiert da? Wir lesen weiter. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden aufgetan. Ah, was läuft hier ab? Wir haben hier ein Gericht. Was wird geöffnet? Die Bücher. Da stehen tausendmal Tausende, zehntausendmal Zehntausende Wesen vor Gott, dem Vater. Und jetzt haben wir hier den großen... Höhepunkt in dem Kampf zwischen Gut und Böse. Jesus entscheidet, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Da sind die Bücher, und in den Büchern, da stehen die Taten aller Menschen. Jeder Mensch, das wissen wir aus dem Wort Gottes, hat so ein Buch, so ein Biografiebuch. Und in diesem Biografiebuch, da werden alle Dinge aufgeschrieben, die guten und die schlechten Dinge. Die Umstände, alles, was mich im Leben trägt, was mich bewegt was mich verändert. Und diese Bücher werden geöffnet. Und bei dieser Gerichtsszene hier, da wird dann geschaut, haben die Menschen, mit Jesus gelebt oder nicht, stehen in ihren Büchern Sünden, Sünden, die nicht vergeben sind. Ja, wir wissen, eine Sünde bringt den Tod. Wie ist es also möglich, durch dieses Gericht zu kommen? Hier eine Illustration. Wer ist dieser Mann? Das ist Martin Luther. Er war am Schlafen, hatte einen Traum. In seinem Traum sah er den Teufel. Der Teufel erschien in Macht vor ihm und da hatte er in seiner Hand, der Teufel, eine Schriftrolle. Und er fragte Luther in dem Traum: Luther, ist das dein Leben? Sind das deine Sünden? Luther war am Zittern und sagte: Ja, 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 das, das ist mein Leben. Und der Teufel sagte zu ihm: Du hast damals jenes gedacht. Du hast an diesem Tag das getan. Du hast diesen Menschen verletzt. Du weißt, wohin das führt, Luther. Und Martin Luther war, war ein Trainer und er sagte, ja, ich habe den Tod verdient. Ich muss sterben. Er lag auf seinem Bett, so beschrieb das Luther, und hat voller Angst gezittert. Vielleicht denkst du ähnlich wie Luther über die letzte Gerichtsszene nach, über das jüngste Gericht, und du fragst dich, wie sollst du durch das Gericht kommen? Da sind so viele Sünden, die dich verurteilen. Wie ist es möglich? In diesem Traum hat Luther seine, Luther seine Sünden gesehen. Und er hat sich gedacht, ich kann nicht durch das Gericht Gottes kommen, ich werde niemals freigesprochen. Und da sagt der Luther zum Teufel, weg mit deiner Hand. Aber die Hand Satans bewegte sich nicht. Und wieder sagte er, hinweg mit der Hand. Du böser Teufel, aber die Hand blieb wie angewurzelt stehen. Und da sagt der Luther, im Namen Jesu, ich befehle dir, hinweg mit der Hand. Und plötzlich entfernte sich die Hand. Und auf einmal stand dort oben auf der Schriftrolle geschrieben, das Blut Jesu Christi reinigt Martin Luther von all seinen Sünden. Mein lieber Freund, wenn dein Name im himmlischen Gericht auftaucht, ja, da sind Sünden im Leben, die dich verurteilen zum ewigen Tod. Aber wenn du in Jesus bist und wenn er für deine Sünden gestorben ist, brauchst du nichts zu befürchten. Und dann kannst du auch sagen, im Namen Jesu, ich befehle dir, geh weg, Satan, mit deiner Hand. Denn Jesus Christus ist für dich gestorben. Aber wichtig ist, dass Jesus für alle deine Sünden gestorben ist. Entscheidend ist, dass du mit allen deinen Sünden zu Jesus kommst. Denn auch eine Sünde kann dich für immer aus dem Königreich ausschließen. Kurz vor dem Kommen Jesu, da wird dieses entscheiden, wer mit in den Himmel kommt und wer nicht. Da fängt dieses letzte große Gericht an. Die Bibel sagt in der Offenbarung 22, Vers 12, und siehe, ich komme bald in mein Lohn mit mir, um einem jeden zu, so zu vergelten, wie sein Was es, wie sein Werk sein wird. Weiter in Matthäus Kapitel 16, Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er einen jeden Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Eines Tages wird das Schicksal eines jeden Menschen besiegelt werden. Kann es sein, dass wir heute in dieser Zeit leben, in der das himmlische Gericht stattfindet? Ist es möglich, dass diese Gerichtsszenen aus Daniel Kapitel 7 jetzt gerade im Himmel läuft? Wir wollen diese Frage heute beantworten und schauen, ja, wann genau startet denn das letzte Gericht Gottes vor der Wiederkunft Jesu? Wir möchten gerne gemeinsam Daniel Kapitel 8 aufschlagen. Warum genau Daniel Kapitel 8? Wenn wir die Struktur von Daniel 7 anschauen, sehen wir dort äh, einen Ablauf, einen Aufbau. Und diese Struktur wiederholt sich auch in Daniel Kapitel 8. Und Daniel Kapitel 8, Vers 14, beschreibt genau das, was in Daniel Kapitel 7, die Verse 9 und 10, was dort stattfindet. In Daniel 8, Vers 14 haben wir diesen Text. Und hier aus diesem Text können wir den Anfangszeitpunkt des himmlischen Gerichtes errechnen. Bist du bereit? Okay, geht's los jetzt ein bisschen in die Theorie. Wir werden gleich ein bisschen Mathe machen. Bis zu 2300 Abende und Morgende, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt werden. Ein anderes Wort wäre gereinigt oder in den rechten Zustand gestellt werden. Hier geht es um die Zeit des Endes. Hier geht es um das letzte Gericht. Hier haben wir die Reinigung des himmlischen Heiligtums. Warum nicht des irdischen Heiligtums? Naja, als Jesus Christus starb, da wohl das irdische Heiligtum überflüssig. Das irdische Heiligtum gibt es heute so nicht mehr. Wofür stehen dann diese 2300 Tage? Was ist mit der Zeit gemeint? Wir haben den täglichen Dienst gehabt. Der hat hingewiesen auf die Sündenvergebung, die wir jeden Tag heute erhalten. Und dann haben wir die Reinigung des himmlischen Heiligtums. Das heißt, wir haben hier den jährlichen Dienst und der ist jetzt ein Vorauscher, ein Muster, ein Vorbild für das letzte himmlische Gericht. Und jetzt kommen wir zu dem Startpunkt des himmlischen Gerichts. Wofür stehen die 2300 Jahre? Beziehungsweise 2300 Tage. Ich habe gerade schon Jahre gesagt. Wir wollen es jetzt mal kurz einmal entschlüsseln, denn Daniel hat das damals nicht verstanden. Er hat zu dem Engel Gabriel gesagt, äh, beziehungsweise er hat, er hat gebetet, Gott, was meinst du? Äh, kannst du mir das genauer zeigen? Und dort dann die Aufforderung, in Daniel 8, Vers 16, zu dem Engel Gabriel, erkläre diesem Daniel das Gesicht. Bei der Prophetie geht es hier nicht um wilde Spekulation, so kommt hier der Engel Gabriel zu Daniel und erklärt ihm, diese Vision über die 2000 Abend und Morgen, wo das himmlische Heiligtum wieder gereinigt wird. Da kam er an dem Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Naja, wenn ein Engel zu dir kommen würde würdest du wahrscheinlich auch erschrecken, oder? Engel sind mächtig, gewaltig gewesen. Und er sprach zu mir, das sollst du wissen, Menschensohn, dass sich das Gesicht auf welche Zeit bezieht? Auf die Zeit des Endes. Ganz entscheidend hier. Also das war also noch Zukunft von Daniel. Hier geht es um Endzeit, die letzten Tage vor der Wiederkunft Jesu. Hier ist das letzte Gericht gemeint. Diese Vision behandelt drei Dinge. Es ist einmal die Zeit des Endes, die Vision von den 2.300 Abenden und Morgenen. Hier geht es um das himmlische Heiligtum und drittens hier haben wir 2.300 Tage, die symbolisch sind. Abend und Morgen ist ein Tag. Warum symbolisch? Wir sind hier in einem Buch der Prophetie und in der Prophetie haben wir Symbole und die müssen wir auslegen. Durch die Bibel selber. Also nicht ich sage, wie das Symbol hier gedeutet wird, sondern die Bibel macht das selber, sie legt sich aus. Jetzt könnten wir schauen, wofür steht denn ein Tag in der biblischen Prophetie? Wenn wir jetzt die ganze Bibel durchforschen, würden wir wahrscheinlich irgendwann auf diesen Text hier stoßen, das haben einige schon vor uns gemacht, Hesekiel Kapitel 4, Vers 6. Je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen. Somit sind 2000 prophetische Tage 2300 buchstäbliche Tage. Jahre. Hier haben wir das Jahr-Tag-Prinzip. 2300 Jahre. Das ist hier die Zeitperiode. Hier wollen wir das einmal grafisch darstellen. Die Zeitperiode. Wir haben in dieser Zeitperiode wichtige Ereignisse, die vorhergesagt werden. Da ist zum Beispiel unter anderem die Taufe von Jesus. Die ist Teil davon. Das exakte Datum der, der Taufe von Jesus wird vorhergesagt, hunderte Jahre bevor Jesus kam. Wir haben hier das Datum der Kreuzigung von Jesus. Das wird auch vorhergesagt in der Prophetie. Wir haben hier auch das exakte Datum, wann die Juden den Messias verworfen haben, also wann Stephanus gesteinigt wurde und das Evangelium zu den Heiden ging. Und wir haben hier auch den Anfangszeitpunkt für das himmlische Gericht oder für das Vorwiederkunftsgericht, das Untersuchungsgericht, das letzte Gericht. Den Start der Reinigung des himmlischen Heiligtums. Das hier ist eine unglaubliche Prophezeiung. 2300 Jahre, was haben wir hier drin? Die Taufe, wir haben hier ähm, den Tod Jesu, wir haben das Volk der Juden, das jetzt verstoßen wird und schließlich auch den Zeitpunkt für das himmlische Gericht. Schauen wir uns diese Prophetie heute einmal genauer an. Gott sagt hier in Daniel 9, Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Das ist ein Teil dieser 2300 Jahre. 70 Wochen sind von diesen 2300 Tagen für die heilige Stadt, also für das Volk der Juden, bestimmt. Was ist die heilige Stadt? Das war natürlich Jerusalem. Das waren die Juden damals, die Israeliten. Wir gehen nochmal weiter in Daniel 9, Vers 24. Wir wollen diesen Text ein bisschen entschlüsseln. Und nochmal der Vers hier über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Bestimmt heißt abgeschnitten. Hier steht im Hebräischen Schattak, also abgeschnitten hier. Und wenn etwas abgeschnitten ist, muss es von irgendetwas anderes entnommen worden sein, oder? Und hier haben wir einen direkten Bezug auf die 2.300 Jahre. Diese 70 Wochen sind abgeschnitten von den 2.300 Jahren. Wollen wir mal gemeinsam Mathe machen? Wir gehen jetzt mal ein bisschen wieder zurück in die Schulklasse. Vielleicht bist du auch gerade in der Schule äh, noch aktiv. Also hier haben wir die 70 Wochen. Wie viele Tage wären das? 70 mal 7. Das sind dann Moment noch mal genau. Aha, 490. Prophetische Tage. Ein prophetischer Tag war ein echtes buchstäbliches Jahr. Also sind diese 490 Jahre abgeschnitten von den 2300 Jahren. Die haben gemeinsam einen Startzeitpunkt. Warum das so ist? Wir haben hier Daniel Kapitel 7, Entschuldigung, Daniel Kapitel 8 und Vers 9, die sind verknüpft. Wir haben hier die gleiche Vision, wir haben den gleichen Engel und wir haben hier den gleichen Startzeitpunkt. Wir wollen es uns einmal genauer anschauen. Hier haben wir die 2300 Jahre. Die 490 Jahre, das ist abgeschnitten. Das muss vom Anfang sein, weil es geht ja in die Zukunft. Es bezieht sich auf die Zeit des Endes. Und diese 490 Jahre, das war bestimmt für das Volk der Juden. Und diese Prophetie, die wir uns jetzt angucken, diese unglaubliche Vorhersage, die hat viele Menschen dazu geführt, auch Atheisten, dass sie anerkennen: wow, die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel hat Recht, sie steht über die Zeit. Die Bibel ist das Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie du heute deine Schuhe einkaufst, ob du shoppen gehst oder heute Zalando nutzt, was auch immer, aber die Schuhe müssen ja passen, oder? Dann gehst du in ein Geschäft hinein und probierst diesen und den anderen Schuh aus. Dann läufst du herum und wenn der Schuh genau passt, dann kaufst du ihn. Natürlich muss, natürlich muss der Preis auch passen, aber sagen wir mal, die Umstände sind in Ordnung und der Schuh passt und der Preis ist genial. Dann nimmst du den Schuh mit. Die Prophetie der Bibel hier passt genau. Alles hat sich wirklich so erfüllt. Hier die 2300 Jahre, da sind die 490 Jahre. Wann fängt die Prophetie zeitig an? Die Bibel gibt uns eine Antwort. Hier in Daniel 9, Vers 25. So wisse nun und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Damals lag der Tempel in Ruinen. Daniel war in der babylonischen Gefangenschaft und Gott sagte zu ihm: Du, wenn der Tempel wieder aufgebaut wird bzw. Jerusalem wieder errichtet wird, hier, dann, das soll eine bestimmte Zeitdauer sein. Dieser Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems, das ist der Startzeitpunkt. Wann war das? 457 vor Christus. Im Jahr 457 vor Christus durch den Erlass von Ataxerxes. Das ist in der Geschichte ein gesichertes Datum. Da wurde, kam dieser Befehl zur Wiederau zum Wiederaufbau Jerusalems. Das können wir in den Geschichtsbüchern nachlesen. 457 vor Christus geht es los mit den 2.300 Jahren. Und jetzt sehen wir, wie es weitergeht. Da ist der Befehl und der Text sagt in Daniel 9, Vers 25: So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu wem? Aha, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Also wer ist der Gesalbte? Wer könnte das sein? Klar, das ist Jesus Christus. Also bis der Jesus kommt, der Messias, sind es sieben plus 62, also 69 Wochen. Von 457 vor Christus bis zur Taufe des Messias sind es 69 prophetische Wochen. Wollen wir das mal kurz testen? 69 mal 7 wieder ein bisschen Mathe und du sagst es vielleicht, boah, ist das kompliziert. Du kannst es, mein Freund, gerne noch mal anschauen. Du kannst auch mal auf die Pausetaste drücken. 69 mal 7, und dann kannst du nochmal alles genau ausrechnen, wenn du auf der Pausetaste bist. 69 mal 7 sind 483 prophetische Tage. Und wenn wir jetzt hier 457 vor Christus, 483 Jahre vorwärts gehen, kommen wir auf, sage und schreibe, 27 nach Christus. Und was ist da passiert? Tatsächlich, da ist Jesus ins Spiel gekommen. Er wurde gesalbt vom Heiligen Geist bei seiner Taufe, 27 nach Christus. Ihr sagt jemand vielleicht, Moment mal, wie hast du das denn genau berechnet? Das ging jetzt so schnell. Okay, dann hol mal deinen Taschenrechner raus. Ähm, wahrscheinlich hast du es auf deinem Smartphone. Du kannst die App mal kurz öffnen und mal mitrechnen. Hast du deinen Taschenrechner? Also los geht's. Wir haben hier 483 minus 457. Das macht 26. Jetzt sagst du vielleicht, hä? Ähm, ich dachte, wir kommen auf die Jahreszahl 27 nach Christus. Wie viel rechnet dein Taschenrechner? Bei dem Taschenrechner gibt es das Jahr Null. Gab es das in der Geschichte? Nein, natürlich nicht. Da waren wir dann auf 1 vor Christus und dann auf 1 nach Christus. Und das ist entscheidend, das Jahr 0 gab es nicht. Und somit kommen wir dann, wenn wir das durchrechnen, automatisch auf das Jahr 27 nach Christus. Was ist da passiert, 27 nach Christus? Unglaublich, Jesus Christus ließ sich taufen. Hier Lukas 3, Vers 21. Es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war. Wann war das? Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaiser Tiberius. Jesus wurde getauft zur richtigen Zeit, genauso wie es die Bibel vorhergesagt hat. Wow, die ersten 483 Tage beziehen sich auf das Volk der Juden. Da haben wir die genaue Vorhersage der Salbung von Jesus Christus und dann fehlen uns noch genau sieben Tage, beziehungsweise eine Woche oder sieben Jahre. Und nach diesen 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Hier sind diese sieben Tage, das sind dann sieben buchstäbliche Jahre. Er ist natürlich Jesus Christus. Er wird mit Ihnen einen Bund schließen. Und was ist passiert in diesen letzten sieben Jahren, der 490 Jahre? Was würde in dieser letzten Woche passieren? Hier lesen wir es, Daniel 9, Vers 27. Und in der Mitte der Woche wird er, Jesus Christus, Schlacht und Speiseopfer aufhören lassen. Wann ist Jesus gestorben? In der Mitte der Woche. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine Opfer mehr, weil Jesus Christus als echtes Opfer, als Lamm Gottes die Sünde der Welt getragen hat. Also das, die Mitte der Woche ist dann was? Das sind dreieinhalb Tage oder dreieinhalb Jahre. Insofern können wir das mal kurz ausrechnen. 31 nach Christus, das ist genau die Mitte dieser Woche. Dieser sieben Jahre, da ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und wieder haben wir hier eine exakte Vorhersage, unglaublich. Viele Jahrhunderte vorher, auch nicht nur auf die Taufe, sondern auch auf das Kreuz. Nach dieser Zeit, Matthäus 26, Vers 28, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das er viele vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Hier nochmal der Hinweis auch in glatter 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Alles folgt einem Zeitplan. Auch hier, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt. Jesus Christus bekam, davon bin ich überzeugt aus dem Wort Gottes, immer wieder täglich von Gott, dem Vater, eine Idee, einen Plan. Mach das heute, jetzt jenes. Und dann irgendwann ist die Zeit erfüllt, jedes. Und jetzt sollst du sterben. Genau zur richtigen Zeit. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten zeit für gottlose gestorben das war kein zufall das war ein exakter plan aber da fehlt noch was nach den 94 jahren diese zeit bezieht sich worauf auf das volk der juden da haben die juden als volk jesus christus als messias letztendlich verstoßen was war da 34 nach christus das haben wir in der bibel im wort gottes eine apostelgeschichte da hat stephanus seine letzte Predigt gehalten und er wurde dabei gesteinigt kam um damit haben die Führer der Juden öffentlich gezeigt, wir machen, wir wollen nichts zu tun haben mit diesem Jesus Christus, mit diesem Evangelium. Und das Evangelium, die gute Botschaft, ging dann zu den Heiden aufgrund der Verfolgung der ersten Christen. Hier nochmal, Daniel 9, Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Hier die Zusammenfassung, wir haben die 490 Jahre. Unsere Frage ist ja heute, Wann findet das himmlische Gericht statt? Das letzte Gericht. Wir haben heute schon kurz darüber nachgedacht, wie wir dahin durchkommen können, aber die Frage wollen wir noch nochmal in die Tiefe beantworten. Aber erstmal, ab wann läuft das himmlische Gericht? Wo? Das wird im Himmel sein. Wenn wir jetzt die verbleibenden 1810 Jahre einfach anhängen, kommen wir auf welche Jahreszahl? Auf 1844 nach Christus. Wow, jetzt endlich haben wir das. Hier haben wir den Startzeitpunkt des himmlischen Gerichts. Wir haben die 2300 Jahre, die starten mit der Befehl zur Wiederaufbau Jerusalems. Wir haben dann die 2300 Jahre und kommen auf 1844 nach Christus. Das ist die letzte prophetische Zeitweissagung, die wir in der Bibel finden, Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, jetzt leben wir seit 1844 schon in der Endzeit. Also so lange ist schon ein Gericht im Himmel? Äh, äh, braucht Gott hin oder beziehungsweise Jesus so lange, um alle Fälle durchzugehen? Wie war das denn mit Noah? Wie lange hat Noah gepredigt? 120 Jahre. Die Welt ist viel größer heute, oder? Die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird. Jeder Fall entschieden sein. Und Jesus ist noch nicht wiedergekommen, weil er gerne möchte, dass alle Menschen seine Botschaft hören und alle die Chance haben, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Aber seit 1844 findet das himmlische Gericht im Himmel statt. Seit 1844 nach Christus leben wir in der Endzeit. Wir wissen, Jesus Christus kommt bald wieder. Daniel 8, Vers 14. Bis zu 2300 Abend und Morgende, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es wird wieder gereinigt werden. Jetzt werden die Sünden aller gläubigen Menschen, die im Heiligtum sind, entfernt. Also nochmal, wie funktionierte das damals? Da kam ein Israelit zum Heiligtum, brachte seine Sünden. Die Sünden wurden übertragen in das Heiligtum. Einmal im Jahr wurde das Heiligtum gereinigt, dieser riesige Müllberg und dann pff, raus mit den Sünden. Genauso ist es seit 1844 nach Christus. Wir und alle gläubigen Menschen, die vor uns gelebt haben, jeder Mensch kann das machen. Der zu Jesus kommt, der bittet um Vergebung der Sünden und diese Sünden werden übertragen auf das himmlische Heiligtum und seit 1844 nach Christus entfernt Jesus als Hohepriester die Sünden aus dem himmlischen Heiligtum. Da ist auch ein großer Müllberg, der muss auch weg. Und wenn das geschehen ist, dann wird Jesus Christus wiederkommen in den Wolken des Himmels. Wir brauchen das Gericht nicht zu fürchten. Wir brauchen da keine Angst zu haben und sagen, wie komme ich durch das Gericht? Denn wenn wir ganz auf der Seite Gottes sind, zu 100 Prozent ist nichts trennt von ihm. Wenn wir jeden Tag den, am Anfang mit ihm starten und sagen Jesus komm in mein Herz, ich möchte gerne deinen Willen tun, wenn wir Sünden und Fehler, die wir erkennen, sofort einsehen und zu ihm bringen. Und wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben erfahren, dann sind wir seine Kinder, wir bleiben seine Kinder und dann wird Jesus Christus unser Rechtsanwalt sein, nicht nur unser Richter, sondern unser Fürsprecher im Gericht. Er wird uns hindurchführen. Warum? Weil er für jede einzelne Sünde von uns gestorben ist. Aber wichtig ist, dass ich in dieser Beziehung zu Jesus bin. Denn eine Sünde kann mich trennen vom Reich Gottes. Deswegen ist es heute wichtig, dass wir ganz ernst machen mit Jesus, dass wir kein Spiel spielen, nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Auf meinen wir, ja, wir können so ein bisschen mit Gott leben und so ein bisschen das, was uns gefällt in unserem Leben, ähm, was nicht gut ist, was Gott eigentlich gar nicht haben möchte, dennoch weiterführen. Ich bin mit meiner Frau verheiratet. Wie viele Tage der Woche? Naja, von Montag bis Freitag. Und dann am Samstag und Sonntag gehöre ich anderen Frauen an. Natürlich nicht, das wird doch gar nicht funktionieren. Und so ist es mit Jesus. Entweder wir sind ganz auf seiner Seite oder gar nicht auf seiner Seite. Wir sind sieben Tage der Woche mit Jesus verheiratet. Und wenn wir fallen und auf dem Boden sind, dann bitten wir Vergebung und er reinigt uns sofort. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir leben in der letzten Zeit. In einer Zeit, in der sich Menschen zu entscheiden haben. Das Schicksal eines jeden Menschen hat im Himmel entschieden. Und seit 1844 passiert das im Himmel. Jesus nimmt die Berichtsbücher. Also allererstes die Berichtsbücher der verstorbenen, gläubigen Menschen. Ich meine, der ungläubige Menschen, die muss er ja gar nicht anschauen, weil die ungläubigen Menschen sich ja nie für jedes entschieden haben, oder? Aber die Menschen, die mit Jesus gelebt haben oder es vorgegeben haben, diese Bücher wird er nehmen und dann schaut er dieses Buch an und, und sieht, okay, da ist der Mensch geboren und er hat dieses und jenes getan, gedacht, so gefühlt. Wenn dort eine Sünde steht, ja heimlich gestohlen. Niemals um Vergebung gebeten, gelästert. Und wenn die Sünde nicht bekannt ist, dann reicht diese Sünde aus, dass dieser Mensch für immer verloren ist. Da so wird es aber auch viele andere Bücher geben. Da geht Jesus hindurch und dann sieht er die Sünden. Und dort unter ist dann markiert Vergeben von Jesus Christus. Jesus starb am Kreuz für diese Sünde. Und wenn Jesus für alle unsere Sünden gestorben ist, dann brauchen wir nichts zu fürchten. Im Endeffekt geht es also um meine Beziehung mit Jesus. Wenn Jesus mein Buch aufschlägt und dein Buch aufschlägt, ist die große Frage, ist da der Name Jesus vorhanden? Ist Jesus für alle deine Sünden am Kreuz gestorben? Hast du diese tiefe Beziehung mit ihm? Denn wenn die ganzen Sünden vergeben worden sind, dann stehen dir noch welche Dinge da? Die guten, die positiven Werke, die tollen Taten, die du nicht aus deiner eigenen Kraft getan hast, sondern aus der Kraft Gottes. Vor vielen Jahren hat Dwight L. Moody, dieser bekannte und großartige Redner, gepredigt. Und dort stand er vor einem großen Publikum, tausende Menschen. Und Dwight L. Moody hat das immer so gemacht: er stand am Ausgang und hat den Menschen die Hand gegeben. Und da kam diese Mutter mit ihrem jungen Sohn. Und die Mutter forderte ihr Kind auf: gib doch auch deine Hand dem Dwight L. Moody. Und der Junge wollte nicht. Er hatte. Seine Hand zu einer Faust geballt. Die Mama sagte: Komm, öffne doch deine Faust und du musst doch nicht so rebellisch hier stehen. Das ist doch weit, Moody. Er würde gerne auch mal deine Hand schütteln, aber der Junge nahm seine Faust und legte sie hinter seinen Rücken. Und die Mama konnte es nicht mehr mit ansehen und nahm vorsichtig die Hand des kleinen Jungen empor und dann fing sie an, diese kleine Faust zu öffnen. Erst ein Finger, der zweite Finger, der dritte Finger. Und dann merkte sie auf einmal in dieser kleinen Hand, da war eine Murmel. Der kleine Junge hatte seine Hand fest verschlossen und er hatte Angst davor, dass der große, bekannte Dwight Al-Moody die kleine Murmel ihm nehmen würde. Er hatte Angst, diese Murmel zu verlieren. Und dann endlich öffnete er seine Hand und reichte sie. Dwight Al-Moody, hast du auch so... Einem Murmeln deiner Hand. Wenn Jesus Christus dir seine Hand ausstreckt und sagt: Komm, ich möchte dir alles geben. Komm, folge mir nach. Komm, sei mein Zeuge, mein Diener, mein Freund, mein Königskind. Wenn Jesus dich ruft und anklopft und sagt: Ich will dir alles geben. Vergebung, Glück, ewiges Leben. Ich möchte dir ein erfülltes, echtes, wahres Leben in Freiheit geben. Was hast du da in deiner Hand? Woran hältst du krampfhaft fest und sagst, Jesus, ich kann davon nicht lassen? Das ist mir so wichtig. Weil am Ende wirst du das sowieso verlieren. Ob das eine Sünde ist, eine schlechte Gewohnheit, irgendwelche Gefühle, Schmerz, Frust, was auch immer, vielleicht ist es auch etwas, was gar nicht mal so negativ ist, was vielleicht auch neutral ist, aber trotzdem trennt dich diese Murmel von Jesus. Wie wäre es, wenn du heute deine Hand öffnest und diese Murmel entfernst? Denn diese Murmel, an der du Festhältst, die kann dich im Endeffekt gar nicht glücklich machen. Nichts auf der Welt kann dich erfüllen. Ja, für den Moment vielleicht schon, wenn du das erlebst, wenn du das hast, wenn du diese Gefühle hast, natürlich. Aber das verschwindet wieder. Und im Endeffekt, ewiges, echtes Leben und nur den totalen Frieden kann der alleine Jesus Christus geben. Ich habe das erlebt. 21 Jahre lang bin ich davon gelaufen von Jesus. Ich war mal ab und zu bei ihm, aber da, wo ich mein ganzes Herzchen ausgeschüttet habe, und da war nicht nur eine Murmel in meiner Hand, da waren viele Murmeln. Wo ich da losgelassen habe, da kam Jesus in mein Herz und gab mir echtes, erfülltes Leben. Heute ruft Jesus dich, lass doch diese Murmel los. Gib deine Hand mir. Ist das heute auch dein Wunsch? Wie wäre es, wenn wir uns heute ganz Jesus weinen und Ja zu ihm sagen? Wollen wir das tun, hier und jetzt? Ist das dein Wunsch, Ja zu Jesus zu sagen und diese Murmel aus seiner Hand fallen zu lassen? Dann sagt das Jesus Christus, hier und jetzt. Wollen wir noch gemeinsam beten? Reden wir zu unserem Vater im Himmel. Herr Jesus, danke dafür, dass du heute zu uns klar und deutlich geredet hast. Seit 1844 wird im Himmel jeder Fall untersucht. Jeder Mensch, der sich für dich entschieden hat, der vorgegeben hat, mit dir zu leben, dessen Berichtsbücher werden geöffnet werden. Eines Tages wird auch unser Buch geöffnet werden. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten doch, dass wenn unser Buch da vor dir liegt, dass da keine einzige Sünde steht, Herr, die uns verurteilt die uns vernichtet. Warum? Weil du für alle unsere Sünden gestorben bist. Im Gegenteil, Herr Jesus, helf uns doch, dass wir von diesem Murmeln loslassen, dass wir deinen Willen tun, diese tiefe Beziehung mit dir haben und dass dieses Buch, unser Berichtsbuch voller guten, guter Taten ist, mit der wir dir Ehre geben, wo wir deine zehn Gebote halten. Hab Dank dafür, dass du uns auch Kraft gibst und uns vergibst immer wieder, uns aufrichtest und uns zu neuen Menschen machst. In dir, Herr Jesus. Amen. Lieber Freund, ich möchte dich herzlich einladen zu unserem nächsten Vortrag: Das Gesetz der Freiheit. Wie viel Freiheit braucht der Mensch wirklich? Erlebe die grenzenlose Freiheit, die uns wirklich nachhaltig glücklich macht. Komm und sei dabei. Wir sehen uns. Bis dann.